Ja, herzlich willkommen heute wieder zum Losung und Lehrtext. Und im heutigen Text haben wir ein Bibelwort, das nicht leicht verständlich ist, vor allem wenn man mit Weinproduktion nicht vertraut ist, wenn man sich da nicht auskennt. Aber ich denke, viele in Israel, besonders zu der Zeit der Propheten, wussten sehr wohl, wie Wein hergestellt wird und wie ausgepresst die Trauben sein sollten, damit es wirklich zu einer ergiebigen Frucht kommt. Nun, manchmal hat man einfach halb ausgepresste Trauben weggeworfen. Und diese Tatsache benutzt der Herr als ein Bild für einige im Volk Israel. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, gell? Aber da sagt der Prophet Jesaja, sagt er, so spricht der Herr, wie wenn man noch Saft in der Traube findet und spricht, verdirbe es nicht, denn es ist ein Segen darin. So will ich um meiner Knechte willen tun, dass ich nicht alles verderbe. Jesaja 65, Vers 8. Was wollte der Herr damit eigentlich sagen? Nun, das Volk Israel war, wie wir ja wissen, war und ist sein auserwähltes Volk. Aber das war kein Freibrief für einen Abfall. Und wenn man den vorherigen Abschnitt liest oder überhaupt das ganze Kapitel, wiederum die Empfehlung, das zu tun, dann merkt man, wie weit und tief viele, viele in diesem Volk abgefallen sind und die Wege Gottes verlassen haben, nicht mehr ernst genommen, sich wieder anderen Göttern und Götzendienst zugewandt haben. Aber nicht alle anscheinend. Und die sind hier angesprochen, dass Gott einen Rest überlassen hat. Übrigens, der ganz letzte Abschnitt in diesem Kapitel ist ja für die Zukunft. Das ist richtige Zukunftsmusik, wenn man das liest und sich darüber freut, was da alles vorhergesagt wird. Also das kann ich nur von ganzem Herzen empfehlen, sich das nochmal genauer anzuschauen. Ne? Jedenfalls, auch in der heutigen Zeit gibt es viele, viele Menschen, die sehr wohl um Gott wissen und um seine Gebote und auch um das, was er gut oder nicht gut findet, aber sie scheren sich nicht drum. Sie nehmen einfach die Maßstäbe, die Menschen festlegen und definieren, was gut und nicht gut ist. Und wir merken es ja gerade in der jetzigen Zeit, wie vieles sich verändert hat. Das, was früher als schlecht, als böse, ja sogar als gesetzlos verurteilt wurde, mit Recht so auch, wird heute zum Gesetz erhoben. Und wenn man dagegen ist, dann hat man natürlich das Gesetz am Hals. Und es sind schon Leute deswegen auch eingesperrt worden. Nun, wenn einer zum Beispiel in manchen Ländern diese Dinge beim Namen nennt und anspricht und sagt, dass sie einfach gottwidrig sind, ja, die ganze Bewegung der Homosexuellen und die sogenannte Transbewegung, dass wenn man das in Frage stellt oder nicht nur in Frage stellt, sondern darauf hinweist, dass das einfach völlig gegen Gottes Wort spricht, dann ist man schon ein Homophob oder sonst irgendwas, kriegt man da plötzlich einen Titel verliehen und man hat dann einfach wirklich, man schwimmt dann gegen den Strom. Aber es wird ja nicht besser, bis der Herr Jesus wiederkommt, dann wird alles wieder anders. Aber bis dahin müssen wir da durch. Entweder wir halten uns an Gottes Wort und an seinen Satzungen
Oder wir schwimmen mit oder werden mitgeschwemmt, besser gesagt. Ne? Im Lehrtext heißt es, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Johannes 2, Vers 17. Nach diesem wunderbaren Vers, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Alle, die an ihn glauben. Die aber nicht an ihn glauben, die Konsequenz ist, sie gehen verloren. Leider. Aber zunächst ist Jesus, der Herr Jesus, in diese Welt gekommen, um nicht die Botschaft der Verlorenheit primär zu verkünden, sondern die Botschaft der möglichen Erlösung und Errettung für alle, die diese Errettung ergreifen. Wenn einer erkennt, dass er am Ertrinken ist und jemand wirft ihm einen Ring zu und er schlägt ihn aus, weil er sagt, ja, die Farbe gefällt mir nicht oder der ist viel zu groß oder irgendwas passt ihm an dem Ring nicht. Die Person, die ihm zugeworfen hat, vielleicht passt ihm nicht. Also verwirft er den Ring und geht unter. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch mit dieser Botschaft, die ist uns zugeworfen worden, dass Rettung für alle Menschen möglich ist. Aber nicht alle nehmen sie an. Nicht alle wollen sie. Die Überlegung ist, hast du diese Rettung durch Jesus Christus angenommen? Manche mag fragen, Rettung wovon? Ich brauche doch keine Rettung, ich bin pumperlgesund gesund. Bei mir ist alles in Ordnung. Aber die Rettung, von der hier die Rede ist, die Rettung ist notwendig für jeden Menschen. Die Rettung von seiner Schuldhaftigkeit, von seiner Sünde, von seiner Gottverlassenheit. Und diese Rettung bietet und kann nur Gott schenken. Die Frage und die Überlegung ist, hast du sie schon angenommen? Nimmst du sie an? Wenn nicht, nimm sie jetzt an, heute. Komm zu Jesus und sag, Herr, dein Wort sagt mir, dass du für mich auch gestorben bist. Für meine Sünden, für meine Schuld, für mein Versagen, für meine Gottlosigkeit. Und ich nehme das im Glauben an und ich bitte dich, dass du mir das alles vergibst und mir dieses neue Leben, das nur du gibst, schenkst. Wenn du so oder ähnlich betest, mit diesem Wunsch im Herzen, zu Jesus zu kommen, dann will er dich nicht verstoßen. Dann wird er auch zu dir kommen und bei dir Wohnung machen sozusagen. Und dann einst mit den vielen, vielen anderen Erlösten mit ihm dieses Fest aller Feste feiern in der Herrlichkeit. Also, nimm diese Einladung an, wenn du es noch nicht getan hast. Und wenn du es getan hast, freu dich, dass du diese wunderbare Gnade der Liebe Gottes erleben darfst. Aber behalte es nicht nur für dich. Sag es weiter. Okay? Also, Servus. Bis morgen. Vielleicht.